Bei Opel läuft es immer besser seit der Trennung von GM. Wie einige Marken zuvor blüht auch Opel auf, seitdem sie nicht mehr an das amerikanische Management gebunden sind. Seit 2 Jahren ist der Corsa der meistverkaufte Kleinwagen in Deutschland und England sowie einer der meistverkauften in Europa. Dabei entschieden sich die Kunden, auch dank der Förderprämien, zu mehr als 30% für den Elektroantrieb. Nach 4 Jahren Bauzeit wurde er nun überarbeitet und sieht aus wie neu gestaltet. Neben den Verbrennerversionen haben die Kunden nun auch die Wahl zwischen 2 Elektroantrieben. Und auch ein Hybrid ist im Angebot, und das ist sehr klug. Die derzeitige Kaufzurückhaltung macht besonders den Herstellern zu schaffen, die nur noch E-Modelle im Sinn haben. Denn der Kunde will sie nicht. Noch nicht. Somit ist ein breites Angebot die richtige Taktik. Absolut neu, wie man sieht, ist die Front von dem Fahrzeug, also der Opel Visor, der ja mittlerweile bei allen Opel-Fahrzeugen zur Verfügung steht, ist jetzt auch Teil des Gesichts vom neuen Opel Corsa. Absolutes Highlight ist definitiv die neue Außenfarbe, das Grafik Grau, das dem Auto einen super sportlichen Look verleiht. Und definitiv hat sich auch im Interieur viel getan, also Infotainment-Line-Up, um nur ein Beispiel zu nennen, ein 10-Zoll-Touchscreen, genauso wie neue Navigationssysteme. Wir haben eine komplett neue Elektronik-Plattform. Ein absolutes Highlight, wie ich finde zumindest, ist, dass man wirklich nur noch das Handy im Prinzip in die Mittelkonsole legen muss. Es lädt kabellos und man kann es kabellos mit Apple CarPlay und Android Auto verbinden. Der Begriff Facelift passt perfekt auf den überarbeiteten Corsa. Denn als einer der letzten Opel-Modelle bekommt nun auch der Kleinwagen-Bestseller das Visor-Markengesicht. Die dunkel getönte Kunststoffmaske spannt sich über die volle Breite der Front und integriert den Kühlergrill, die LED-Scheinwerfer an den Seiten und den Opel-Blitz. Dieser ist in Schwarz oder seidenmattem Silber gehalten. Die wichtigere Neuerung allerdings befindet sich unter der Haube. Eine zweite, leistungsstärkere Version ergänzt ab sofort die bisherige E-Maschine mit 136 PS. Die Opel Electric GS Long Range genannte Version fährt mit dem bereits aus anderen Stellantis-Modellen bekannten Antrieb mit 156 PS, 260 Newtonmetern Drehmoment und leicht vergrößertem Akku. Der speichert zwar mit 51 Kilowattstunden gerade mal 1 Kilowattstunde mehr Energie, spart dafür durch seine neuartige Konstruktion mit größeren Zelleinheiten jede Menge Gewicht, was ihm unterm Strich eine Reichweite von bis zu 405 Kilometern nach WLTP-Norm bescheren soll. Serienmäßig wird der Corsa Electric mit einem einphasigen 7,4 Kilowatt Onboard-Charger ausgestattet. Optional bietet Opel aber auch einen Charger mit 11 Kilowatt an. Auch ein Anschluss für eine 100 kW DC-Säule ist vorhanden, um den Akku in weniger als 30 Minuten von 20 auf 80% aufzuladen. Bei der ersten Ausfahrt mit dem alten, aber nun neuen Bekannten stehen die Fahrprogramme Eco, Normal und Sport zur Verfügung. Auf der Autobahn erreicht der Corsa Electric maximal 150 km/h und wird dann elektronisch abgeregelt. Unsere Ausfahrt erzielte einen Verbrauch von guten 14,8 Kilowattstunden. Den Standardsprint aus dem Stand auf Tempo 100 erledigt der kleinste Rüsselsheimer in knapp 8 Sekunden. Mit der Überarbeitung haben die Opel-Ingenieure auch das Fahrwerk optimiert. Der Kleine liegt gut und stabil auf der Straße. Auch schlechte Fahrbahnoberflächen werden gut gemeistert. Der Innenraum glänzt durch ausgewählt hochwertige Materialien und einem guten Sitzkomfort. Der Platz auf der Rückbank ist akzeptabel, reicht somit für Körpergrößen von 1,80 Meter. Der 4,06 Meter lange, 1,76 Meter breite und 1,44 Meter hohe Corsa bietet ein Gepäckraumvolumen von 267 Litern. Erstmals können Smartphones via Apple CarPlay und Android Auto kabellos mit dem Multimedia-System des Autos verbunden und drahtlos aufgeladen werden. Zusätzlich stehen 3 USB-C-Anschlüsse zur Verfügung. Das volldigitale Farbdisplay hat eine Größe von 7 bis 10 Zoll. Der Gangwahlschalter des Astras ist nun auch im Corsa verfügbar und in die Mittelkonsole integriert.
Die Preise für den Corsa Electric, der in der Basisversion mit 16 Zoll Alurädern sowie LED-Scheinwerfern, einer Wärmepumpe und einer Vielzahl von Assistenzsystemen ausgeliefert wird, beginnen ab 34.650 Euro. Die Version mit dem stärkeren Motor kostet 38.045 Euro. Einen Ansturm auf den Corsa erhofft sich Opel von der sehr kundenfreundlichen Leasingrate, die bei 169 Euro pro Monat beginnt. Neben der Elektroversion bietet Opel den Corsa außerdem mit den drei bekannten Benzinmotoren im Leistungsspektrum von 75 bis 130 PS ab 19.800 Euro. Darüber hinaus wird es schon bald Varianten mit einem 48-Volt-Hybridsystem geben, bei dem der 1,2 Liter Dreizylinder-Turbobenziner mit 100 oder 136 PS von einer 28 PS starken E-Maschine unterstützt wird. Der Corsa ist also für den nächsten Lebensabschnitt gerüstet. Und ein Bestseller wird er sicher so auch bleiben.